Hallöchen. Ja, ich habe hier wieder was auf dem Tisch. Das wird auch ein Dankeschön-Video für meinen Schatzi. Der hat das besorgt für umsonst und ich muss das schleppen. Was ist das? Große Kiste mit einem Deckel drauf. Den Deckel nehme ich mal ab. So, und dann sieht man erstmal noch nicht viel. Und dann sieht man hier... Aha, es ist ein Tonband, aber das hat schon ordentlich gelitten. Es ist von Grundig, die Dinger sind hier aber auch schon lose. Das Blech hier vorne ist lose. Hier ist noch so ein Dingens, das ist auch lose. Ein Dings und eine Bedienungsanleitung gibt es dazu auch. Und zwar Operation Manual Grundig. Eine Bedienungsanleitung, die gab es dazu. Wie man bla bla bla, brauche ich nicht. Das Schöne daran ist, ich muss nicht großartig suchen. Es gibt auch einen Plan. Ein Plan dazu. Und zwar ist das ein Tonband auf Röhrentechnik. Da sind 4 Röhren drin, glaube ich. Steht hier, welche Röhren hier drin waren? Nicht wirklich, aber einmal die EF86, die EF83. Dann habe ich hier eine geteilte Röhre. Welche ist das denn? Weiß ich nicht. Eine ECC81, die EM84, das ist das magische Band. Achso, die ECL86. Und ja, es funktioniert teilweise. Ich habe es schon einmal angehabt. Hier ist noch eine Tonbandfibel. Die brauche ich jetzt aber nicht. Leider keine Rechnung und nichts. Da war noch ein Radio bei, was die nette Dame uns mitgegeben hat. Das Radio, da habe ich auch ein Video gemacht, aber das werde ich euch nicht zeigen, weil das ist mir viel zu lang und viel zu aufwendig. Aber nur es einmal zu zeigen, Radio, da habe ich hier Dings, nämlich auch eine Bedienungsanleitung, das ist der Musikboy 208, gibt es ein Radio, Bedienungsanleitung, bla bla, ist klar. Dann eine Rechnung darüber von 178 Mark müsste das sein und 2 Batterien von 2 Mark 50. Sind 180 Mark 50. Und die Rechnung ist vom 14.06.67. So, und dann gibt es dazu noch Kundendienstheft und hast du nicht gesehen. Das habe ich aber eines Mal gezeigt, aber das ist jetzt auch nicht so interessant. Das ist aber schon ein Seltenheitswert, dass man sowas dazu bekommt. Wie auch zum Tonband. Ich meine, das ist jetzt keine Rechnung. Zu dem Radio gibt es aber auch einmal einen Schaltplan. Gibt es einen Schaltplan dazu, auch der Seilzug. Und das, was mich genervt hat, war der Seilzug. Und zwar... Was ist denn das jetzt? Achso. Und zwar war für den Drehkondensator die Welle so fest, da habe ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden dran verbracht, die wieder gangbar zu kriegen. Dann musste ich den Seilzug abnehmen, aber ich habe den nicht mehr so drauf gekriegt, wie er eigentlich so rauf soll. Klappt immer noch nicht so richtig. Und hat auch noch irgendwo ein bisschen elektrische Probleme. Vielleicht werde ich das nochmal später ansprechen, ich weiß es nicht. Aber... Das ist Radio, das ist doch Radio. Es geht ja jetzt um das Tonband. Das ist ein, ja, Viertelspur Tonband. Also hier gibt es ein Dual für beide Spuren.
Spur 3 und 4 oder 1 und 2. Also eigentlich Mono. Automatikaufnahme, eine manuelle Aufnahme und irgendwie eine Trickaufnahme, weiß ich nicht. Problem an dem ist, ich hatte es an. Ich hatte es offen und musste eine Sicherung ersetzen und da musste ich mit Schleifpapier bei, bis das dann endlich mal ging. Ich denke mal, ich mach das nochmal an. Machen wir einfach den Stecker hier raus. Die Strippe werde ich auch mal tauschen. Es funktioniert so. Im Grunde funktioniert es. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da an den Strom komme. Es hat auch einmal eine Weile funktioniert, als ich also das funktioniert, es dreht. Oh, das magische Band kommt wieder. Und zwar hatte ich da nämlich ein Problem gehabt, dass das einfach ausgegangen ist. Letztens. So, ich habe hier auch noch ein Band rumfliegen. Das war mit bei, da waren noch ein paar Bänder mit bei. Mit, ich weiß nicht, Bee Gees und hast du nicht gesehen. Ich warne euch aber vor, es kann sein, dass ich jetzt gerade nicht leiser stellen kann, weil das Problem hatte ich gehabt beim ersten Mal, wo ich das dann nachher so weit hatte, dass es lief, dass die Lautstärke sich nicht regeln ließ. Also es könnte jetzt laut werden. So, mehr mache ich auch nicht. Es ist nämlich gerade das magische Band ausgegangen. Da sieht man es. Die Heizung da drin sehe ich. Ich schätze mal, hier ist irgendwas mit der Anodenspannung nicht in Ordnung oder irgendwas anderes. Ich werde es jetzt auch nicht länger laufen lassen. Oh, die Bremsen lösen. Ich werde es jetzt auch nicht aufschrauben und von drinnen zeigen. Das machen wir mal später in irgendeinem Stream. Werde ich mich drum kümmern. Ich werde, weil ich ja den Schaltplan habe. Ich habe ja hier den Schaltplan. Schon mal so weit großartig alles raussuchen, was ich brauche. Zum Beispiel den 100 Mikrofarad Elgo mit 350 Volt beziehungsweise zweimal, so wie das hier aussieht. Dann kondensatormäßig weiß ich nicht, welcher hier welcher ist, aber da sind einige bei. Ich weiß nicht, was Folie ist und was noch was anderes ist. Das werde ich aber später mal machen. 25 μ. Ja, ein paar Elkos besorgen. Kondensator muss ich gucken. Malzbonbons kennt ihr ja auch. Röhrenradio. Aber das wollte ich zeigen. Das hat er mir besorgt. Bin ich mir auch dankbar für. Und dann schauen wir mal. Also, das hier das magische Band. Jetzt ist es wieder da. Es kommt. Ist wieder da. Es bleibt aber nicht lange da, dann geht's weg. Und anscheinend scheint die Röhre auch ein bisschen verdreht zu sein, weil das gar nicht mehr so richtig drinne steht. Hier hat schon einer dran geschraubt. Ich kann ja mal kurz. Oh, da kann aber mal den Stecker raus.
Ja. Mal einen kurzen Blick ins Innere. Wie sieht der Tonkopf aus? Das habe ich noch gar nicht sehen können. Es geht noch. Für das Alter ist es noch okay. Da ist hier schon mal eine Röhre. Aber hier ist das magische Band. Das scheint noch nicht richtig zu sein. Das scheint ein bisschen verdreht zu sein. Steck nochmal Strom rein. Wenn der Stecker mich mal lassen würde. Guck mal her. Die sieht auch recht milchig aus. Ist die vielleicht kaputt? Muss ich nachher mal kurz rausnehmen. Ich versuch's nochmal. Heizen tut sie. Und da kommt das Band. So. Mach ich's wieder aus. Zieh mal den Stecker raus. Aber Reibradantrieb. Ja. Vorwärts. Rückwärts. Nee, rückwärts. Vorwärts. Der Riemen ist auch noch okay. Der Riemen ist okay. Eventuell hat da mal einer die Riemen getauscht. Ich kann es nicht genau sagen. Könnte jedenfalls sein. Viel Abrieb hier an den Almdorn. Ja. Und irgendwie so eine Art glitzerndes Zeug hier drinne. Einmal reinigen den ganzen Sheet. Ja. Und hier einmal reinigen. Ach, das ist der Powerschalter. So ein Federkontakt. Oha. Sind da 230 Volt drauf oder was? Netz Main Selector 800 mA Motor. Scheint so, dass das wo ist das Ding? Das liegt hier vor mir. Ach, mal auf den richtigen drehen. Nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. In dem Sinne. Eieieiei.
Gut, das sind, ich weiß nicht welches Baujahr. Steht das hier eventuell mit drauf? Nee, steht hier leider nicht mit bei. Steht hier was? Feuchtigkeit schützen, made in Germany. Ne, steht leider nichts. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht welches Baujahr, aber ich schätze mal so 60er, 70er Jahre. Schätze ich mal. Dann den Power Switch da oben ungeschützt bei dem Metallzeugs. Ja gut, von draußen kommst du eigentlich nicht ran. Aber das ist ja, Metallgehäuse. Ja. Nein. Also das müsste ich glaube ich nochmal ändern mit dem Power. Dass ich das nochmal abändere. '63/'64 hat mein Assistent gerade rausgesucht. 425 D-Mark, sagt er. Laut Internet. Aber wieder ein schönes Stück für eine Sammlung. Das hier mal irgendwie wieder angeklebt kriege, das muss ich mal schauen, was ich dann nehme. Ich weiß nicht, ob Heißkleber gut ist oder Sekundenkleber. So soll das da drauf. Automatik, das ist von vorne, das ist von hier oben. Den Knöpfchen und Bedienungsanleitung, Tonband, dann machen wir das wieder zu, dann ist die Kiste zu. Deluxe, habe ich eigentlich gesagt, was das für eins ist? Ein Grundig TKATS 23L Deluxe. Habe ich gar nicht gesagt. Aber jetzt wisst ihr es. Gut, dann mal ein Projekt für den Stream. Elkos tauschen, Kondensatoren tauschen und so weiter. Können wir dann in einem Stream mal machen, dass das wieder ordentlich läuft. Weil das ist jetzt hier wirklich zu dem Röhrenradio gesehen schon perfekt. Kann man so sagen. Ist das DIN-Buchse? Ich weiß das gar nicht. Müsste DIN-Stecker reinpassen. Und da auch, ne? Lautsprecher. Ich glaube, das ist Mikrofon, Plattenspieler. Und das weiß ich nicht. Und hier kann ich den internen Lautsprecher an- und ausschalten. Hm. Naja, gut. Aber dann danke fürs Zugucken. Radiomäßig, ich kann es ja mal kurz ins Licht halten. Und das hier, das ist dieser Musikboy. Und hier war, da geht schon wieder ganz schön schwer, die Sendersuche, also der Drehkondensator, der war gar nicht gängig, der war richtig fest. Und ich weiß nicht, ob ich das noch repariere. Da habe ich mich lange dran beschäftigt, nur um den Salzloch wieder hinzukriegen. Aber wenn das schon wieder so schwer geht, nee. Muss ich mal gucken, ob ich den da vielleicht nur noch Teile rausnehme. Weil UKW geht, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle, irgendwas mit den Schwingkreisen, dass die nicht gleich anschwingen oder irgendwo gestört werden oder was auch immer. Ich
weiß ich nicht, das Ding ist fast 50 Jahre, also 52 Jahre alt, das ist ja wie gesagt 67. Gut, aber das nur am Rande, das weiß ich noch nicht. Okay, bis zum nächsten Mal, dann tschüssi.